Hallo, hier ist Toto von Play Syndicate News. Wir spielen heute in unserer zweiten Ausgabe von Let's Play Satellite Rain einen Raid, also einen Überfall, und zwar auf die nahegelegene Polizeistation. Als erstes einmal gucken wir uns an, wie wir dieses Beacon, diese Boje aktivieren. Das ist nicht verkehrt, das zu machen, weil wenn man diese Bojen aktiviert, hat man dort einen Respawn-Punkt. Das ist natürlich immer sinnvoll. Wie wir also sehen können, zu Anfang dieses Spiels haben wir drei Einheiten. Wir haben unten links den Unterstützungssoldat, wir haben in der Mitte den Assassinen und wir haben rechts die Hacker-Einheit. Hier übrigens ein netter Ausblick auf diese Bushaltestelle, wo Zivilisten sitzen, chillen und ja, wahrscheinlich auf den Bus warten, genau. Finde ich eine ganz nette Interaktion, Umgebungsinteraktion mit den NPCs. Sowas finde ich immer schön. Das gab es ja früher in diesen alten Spielen so noch nicht. Da liefen die Zivilisten ja einfach nur rum. So, jetzt sind wir in Position gegangen. Wir sind jetzt hier direkt gegenüber der Polizeistation. Wir können also sehen, Haupteingang, ja, in der Wache diese kreisenden CCTV-Überwachungskameras, deren Blickfeld, genauso auch wie das Blickfeld der patrouillierenden Wacheinheiten, dargestellt wird durch diese Lichtkegel. Ja, das sind quasi die Taschenlampen, sag ich mal, hier bei den patrouillierenden Wacheinheiten. Hier sind das eben die Dinger. Also man kann den Weg gehen, wer entweder ein paar Credit-Einheiten investiert und eine Insider-Information kauft oder wer das einfach gut genug erkundet, der findet hier einen ungesicherten grünen und leuchtenden, also ungesicherten Nebeneingang, durch den man in das ganze Gelände eindringen kann. Dann kann man sich hier so ein bisschen stealth-mäßig durchsneaken. Wird wahrscheinlich spätestens hier an dieser Ecke doch immer mal wieder auf einen bewaffneten Widerstand treffen. Wir versuchen das mal zu vermeiden. So, hier ist die Sicherheitszelle, in der unser vierter Mann, nämlich der Heavy Tank, sitzt, den wir jetzt befreien wollen. Wir versuchen aber etwas, das ist jetzt Achtung, Achtung, ja, ein wichtiger Tipp für alle, die dieses Spiel spielen wollen. Diese CCTV-Überwachungskameras haben nämlich eine Stromversorgung. Und das ist das Spannende an Satellite Rain. Man hat an vieles gedacht. Ja, und wenn ich mir das jetzt anschaue, wir gehen hier mal eben hin. So, wir warten auch gleich mal, bis dieser Wachposten da oben verschwunden ist. In der Zwischenzeit Umschalt Y hier. Ich gucke mir das jetzt an, ihr seht es auch. Hier, der Generator versorgt also gewisse Dinge in der Umgebung. Dann gibt es noch die violetten Leitungen, auf denen auch irgendwas läuft. So, also, dann sind wir wieder zurück in der wirklichen Welt. Wir warten jetzt mal eben ab, bis dieser Hansel den Fahrstuhl nimmt und seinen Streifgang unten fortsetzt, warten dann auch mal ab, bis der ein bisschen außer Hörweite ist, ja, weil wenn der hier unten lang tingelt, dann kriegt er das gleich mit, wenn wir uns hier an diesem Apparat zu schaffen machen. So, meine Mannequins ziehen jetzt hier schon mal blank, das kann man also sehen, und der Typ ist jetzt weg. Wir nehmen dann hier mal diesen Generator ins Visier. So, gut, gehört hat das trotzdem, er wird aber eine Weile brauchen, bis er reagiert und entsprechend verbleibt unten in diesem. Wir müssen jetzt warten, dass der Generator drauf geht. So, jetzt haben wir also den Generator stillgelegt. Die Überwachungskamera hier oder diese Scan-Ansicht des Überwachungssoldaten zeigt das auch noch einmal an. Wir begeben uns jetzt rüber zum Nebeneingang, nehmen dafür die Waffen erstmal wieder in die Tasche zurück, denn alles andere würde Aufmerksamkeit erregen. Und das wollen wir vermeiden. Dann laufen wir jetzt also hier mal weiter Richtung Seiteneingang. Sprint ist immer eine Sache, die man nur kurzzeitig machen kann. Dafür werden dann natürlich ganz Syndicate-like später im Spiel die Augmentierung verfügbar sein, damit man also mehr Energie, mehr Ausdauer hat, dass die Sprints auch länger vorhalten. Das ist nicht verkehrt. Und man kann natürlich auch die, so jetzt gehen wir durch den gesicherten oder unsinn durch den ungesicherten Seiteneingang.
in die Basis rein. Man kann sehen, dass wir diese CCTV-Apparate mittlerweile stillgelegt haben. Ja. Gut, also wir müssen natürlich auch trotzdem vermeiden, gesehen zu werden. Also sollten wir auch den Patrouillen hier nicht in die Arme laufen. So, jetzt sind wir also in der Station. Ja. Und wir wollen jetzt mal gucken, wohin geht eigentlich dieser patrouillierende Typ. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Man muss mal gucken, ob der Typ, der hier... Aha, da kann man sehen, dass der Typ hier patrouilliert. Ah. Und der Typ hier patrouilliert. Ja. Der Plan bleibt natürlich unbemerkt hier einzudringen. Das wollen wir ganz gerne versuchen. Auch das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, jetzt können wir einfach mal gezielt hier durchschießen. Keiner guckt. Ja. Laufen wir hier direkt mal unvermittelt rein. Öffnen diese Tür mit dem Hacker-Skill. Tatsächlich, das klappt diesmal super. Keiner guckt, keiner kommt. Ja, dann schlüpfen wir mal hier rein. Und gehen mal sofort hier bei. Befreien den Mann aus seinem Verlies. Ganz klasse. Aha. Hier kann man gleich sehen. Item Prototype Found Laser Pistol. Also wir haben eine Laserpistole gefunden, haben die Anlage gehackt, haben unseren Soldaten gesichert. So, also wir müssen übrigens... dürfen jetzt hier auch nicht ewig rumwundern. Wir müssen natürlich gucken, denn es kommt früher oder später auch wieder eine Einheit hier lang. Hm. Ja, wenn der jetzt hier reinkommt, haben wir natürlich die Arschkarte gezogen. Ich glaube, wir verstecken uns mal. Wir gehen mal hier in Deckung. Gucken jetzt mal, was passiert. Aha, interessant. Also der geht jetzt erstmal hier. Ja, okay, das kann passieren, aber da ist jetzt auch gleich hier. Oh, was war das? Ah! Seht euch das an. Also die haben tatsächlich immer mal wieder damit zu tun, dass Zivilisten hier reingehen. Okay. Interessant, ne? Und die werden dann rausgeleitet. Oh. Achso, die haben also gleich mehrere Leute gefunden. Dann machen wir uns doch jetzt einfach mal das zunutze. Oh, seht mal an, in der Zwischenzeit ist der Typ also hier gewesen, hat reingeguckt. Ist weggegangen, hat uns nicht bemerkt, sehr gut. Wir müssen jetzt mal warten, dass der Typ verschwindet. Dann machen wir die Biege. So. Ich warte jetzt mal gleich ab, bis der Typ die Biege macht und... heute mal ohne großen Krawall. Wir schießen also heute niemanden nieder. Wir machen die Stealth-Nummer und verschwinden so leise, wie wir gekommen sind. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unzünftig, denn dieser große, bullige, vernarbte Typ hier, das ist ja der Typ mit den schweren Waffen. Ja, der könnte natürlich jetzt hier richtig Rabatz machen und seine Skills mal mächtig ausspielen, indem er so ein bisschen auf den Putz haut. Ja, und wisst ihr was? Die Agenten müssen sich ja irgendwie ihre Skillpunkte verdienen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt einfach mal hier oben hin, ziehen die Waffen, eröffnen das Feuer. Okay, also wir machen das jetzt so. Der kommt gleich zu uns und... ja. Dann gehen wir einfach nochmal runter und räumen doch ein bisschen auf. Denn diese Stealth-Nummer war jetzt ein bisschen zu harmlos. Ja. Ihr seht auch gleich, es gibt eine coole Gefahrenmusik, die gespielt wird, wenn wir hier die Waffen sprechen lassen.
Und ich würde sagen, jetzt laufen oder joggen wir einfach mal ganz lässig durch diese Station, greifen ein paar von diesen Typen ab, unerwartet auf ihrem Patrouillengang. Ja. Der wird gleich hier unten rauskommen. Und dann fangen wir ihn durch. So. So, dann gehen wir zurück in diese Richtung. Man kann jetzt übrigens sehen, dass jetzt, anders als eben gerade, nicht nur der Hacker, sondern jetzt auch der Assassine Skillpunkte gewonnen hat, was natürlich ein bisschen makaber ist. Ups. Ja, kommt mal mit. Hier vorne sitzt nämlich der gesamte Wachschutz auf der Lauer. Hinter diesen Toren. Ja, da verbirgt sich in aller Regel. Ja, und jetzt kommen die hier nicht raus, das geht ja nicht. Gut, also das heißt, jetzt haben wir quasi hier alles getan und es waren tatsächlich nur zwei Einheiten am Patrouillieren. Da wir die CCTVs vorzeitig stillgelegt haben, kommen wir jetzt quasi nicht mehr in den Genuss, dass die Verstärkungstruppen anrücken. Also meine Herren, damit ist diese Polizeistation im Grunde gesäubert. Wir können uns nochmal angucken, wie die finsteren Gesellen aussehen mit gezogenen Waffen. Ja. Damit machen wir es also mal der Dreistigkeit, setzen wir nochmal die Krone auf, indem wir also tatsächlich ein letztes Mal diesen Terminal hacken und dann mit allen Agenten den ganz besonders geordneten Rückzug antreten und in geschlossener Formation durch den Vordereingang diesen Außenposten der Polizei verlassen. Ja, wie gesagt, man kann diese Aktion noch actionreicher spielen, indem man also die CCTVs aktiv lässt. Dann hat man es hier noch mit einigen mehr Polizisten zu tun, die also aus ihrer Wachstube kommen. Ich persönlich finde es ja eigentlich ganz in Ordnung, bei so einem aufrührerischen Akt möglichst wenig Schaden anzurichten hier am Personal. Daher also, Polizisten machen ja auch nur ihren Job und sind ja auch nur Menschen. Also das ist natürlich ganz wichtig. So, wir haben jetzt mittlerweile, das können wir sehen, das ist sehr gut. Wir gehen mal dekorativ hier rüber, nehmen hier drüben mal eben Aufstellung. Ja, also das war jetzt einmal unsere Vorführung der Raid, / der Überfall auf die Polizeistation. Vorführungszwecken, wir haben es mal besonders clever und besonders stealth-mäßig gemacht. Ich hoffe, das war für alle Beteiligten aufschlussreich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf Play Syndicate News bei dieser Let's Play-Reihe.